Das war ein schöner heißer Tee. Das tut gerade jetzt gut, wenn ja die Tage kürzer werden und die Nächte länger werden. Der November und die Energietendenz für euch heute in diesem Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nirjana, Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Ja, und heute haben wir die Energietendenz für November. Der November steht vor der Türe, die Blätter draußen, wenn du mal spazieren gehst, die sind schon alle bunt und viele sind schon auf dem Boden. Ich war gestern erst spazieren, die Sonne war wirklich wundervoll. Aber das ist ja jetzt nur das äußere Bild und wir möchten ja hineingehen in die Energien. Und du hast also im November eine Neudefinition. Die Möglichkeit besteht für jeden Einzelnen von uns, sich nochmal selbst neu zu definieren. Und du kennst ja das Gesetz, das kosmische Gesetz, so wie innen, so außen. Das heißt also, die Gesellschaft und das Kollektiv hat auch noch einmal die Möglichkeit, sich neu zu definieren, sich neu zu finden. Insofern bietet der November Kraft für eine Weiterentwicklung. Dies geht natürlich immer mit dem Hin und Her zwischen Licht und Dunkel, was wir auch im November sehr extrem fühlen können. Wenn du die Eins anschaust von der Numerologie, die Eins ist die Gotteszahl, sie ist die Basis für alle anderen Zahlen. Jetzt haben wir die doppelte Eins, das heißt, es verstärkt sich. Und aber auch wenn du die Zwei dann betrachtest von der Quersumme, hast du dieses Hin und Her, das Hell und Dunkel, diesen Widerspruch, welcher eine neue Definition ermöglicht. Die 11 an sich ist auch eine Meisterzahl und im Tarot wird diese Karte sogar mit Gerechtigkeit erklärt. Also, das heißt, Gerechtigkeit kommt auf, Gerechtigkeit ist die Basisenergie, die uns im November in eine neue Definition hineinbringt. Jetzt sollte man in diesem Falle sehr kritisch sein mit sich selbst und auch mit dem, was im Außen geschieht, also all das, was uns immer vorgesetzt wird, auch aus der Politik, und da ergründen, welche Wahrheit steht dahinter, denn auch die Unwahrheiten werden noch viel intensiver auch im November spürbar sein. Und die Menschen insgesamt sind ja schon sehr sensibel geworden für die Unwahrheiten und da werden es immer noch mehr werden. Also es ist was in Bewegung und es geschieht eine neue Definition von der Energietendenz her, eine neue Definition für ein gesellschaftliches Zusammenleben. Da wird im November die Grundlage gelegt. Natürlich geht es jetzt nicht innerhalb eines Monates, sondern das ist die Grundlage für einen Verlauf, der sich daraus ergibt für die folgenden Monate und Jahre sozusagen sogar. Ihr wisst, der Dezember steht dann auch noch vor der Türe und der Dezember hat ja ganz viele Portaltage, die uns, sage ich mal, sehr an den Rand unserer Kraft bringen können, aber auch gleichzeitig ganz viel Kraft geben können. Und der November ist sozusagen ja die Vorbereitung für den Dezember mit diesen Energien der neuen Definition. Und so kannst du praktisch oder so kann es dir passieren, dass du im November alles Mögliche in Frage stellst. Es kann aber auch passieren, dass du selbst in Frage gestellt wirst, dass Teile von dir, anderen Menschen, also Anteile von dir nicht mehr so gefallen oder gleichzeitig dir vielleicht auch Anteile von Menschen nicht mehr so gefallen, nicht mehr so stimmig sind wie vorher. In diesem Falle solltest du für dich prüfen, was ist für mich stimmig? Was gehört nicht mehr dazu? Dann darf das gehen. Und ebenso bei den anderen Menschen. Es geschieht also eine Reinigung, sozusagen eine Säuberung des Energiesystems. Und auch das wird sich dahingehend dann neu definieren. Also es sind irgendwie große Veränderungen spürbar. Normalerweise bereitet man sich vor für den Winterschlaf im November und Dezember. Also es ist so
die Sache, dass man sagt, okay, ich ruhe mich jetzt mal aus, das Jahr war anstrengend. Im November ist es ein bisschen anders, da ist viel in Bewegung und weil auch eben so viele Dinge noch mal mehr ans Licht kommen und auch viele Widersprüche aufeinander prallen und somit unsere Aufmerksamkeit immer wieder gefragt ist. Über die Selbstreflexion findest du nun vielleicht einen neuen Weg für dich oder eine neue Sichtweise für all das, was in deinem Leben wichtig ist oder was vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Also das besonders geschieht an den Portaltagen. Du wirst es sehen und nutze die Möglichkeit jetzt gleich am 3.11. an dem ersten Portaltag im November, dass du mal in dich selbst hineingehst und vielleicht deine Achtsamkeit überprüfst. Stimmt das noch alles in meinem Leben? Bin ich noch richtig auf dem Weg oder sollte ich vielleicht doch mal gucken, was besser wäre für mich? Also, es kommt ein neuer Flow in Bewegung, der dir eine neue Definition für deine Ansichten, für deine Persönlichkeit und für all dies gibt, was du gerade tust. Das ist eine schöne Sache, weil du ja dadurch ins Nachdenken kommst und dadurch dann auch vorwärts kommst. Und das alles wird dir neue Lebenskraft geben. Es wird dir Kraft geben, zu überleben, sogar in dieser aufregenden Zeit. Und die Kraft der Manifestation, die solltest du nutzen, denn mit einer sehr guten Manifestation hast du ein genaues Ziel und hast deine Wünsche richtig kraftvoll dargelegt und das bietet der November. Also er gibt dir die Kraft der neuen Definition deiner eigenen Wünsche, deiner Visionen und deswegen solltest du auch dein Leben einmal ganz kritisch betrachten. Einfach mal schauen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich, was tut mir gut, was könnte ich noch verstärken und dadurch dann die Geheimnisse deiner Seele ergründen, denn deine Seele trägt das allergrößte Wissen oder trägt sowieso dein ganzes Wissen und hilft dir, dich neu zu definieren. Und all diese Kraft des Novembers solltest du für dein persönliches Leben, für deine Ziele nutzen, um einfach vorwärts zu kommen und um dann gleichzeitig auch in der Achtsamkeit, die dir am Anfang vom November gegeben wird, einen Blick auf das Gute zu richten, den Blick auf das, was dich weiterbringt, den Blick auf das zu richten, was uns alle verbindet. Und was uns alle verbindet, das ist die Liebe. Nach wie vor und immer weiter, immer wieder ist es die Liebe. Und Menschen, die sich gegenseitig in Liebe begegnen, haben eine ganz andere Basis als Menschen, die sich als Feind begegnen. Das ist jetzt, sind zwei Gegensätze wieder, aber der November hat eben jetzt mal diese Energie der Gegensätze ganz intensiv. Und von daher ist es dann auch wieder eine neue Definition der Gegensätze. Und dadurch können sich auch manche Gegensätze auflösen und vielleicht neue entstehen. Da sei wachsam und schaue, was jetzt alles im November geschieht, damit du aus diesem ganzen Wirrwarr von Energien deinen eigenen Weg finden kannst. Und all das, was ich jetzt hier im Kleinen besprochen habe, all das gilt auch für das Kollektiv, also im Großen. Denn die kosmischen Gesetze, die sind ja so wie im Kleinen, so wie im Großen. Also haben wir zu erwarten, dass es da auch im Kollektiv, in der großen Menge zu großen Widersprüchen kommt und dadurch sich alles nochmal ändern kann, was im Moment an Werten da war. Also eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit, die alles so ein bisschen wachrüttelt und uns dazu bringt, die Augen zu öffnen und nochmal viel genauer hinzuschauen, was wird uns erzählt, was möchte man mit uns tun und wo möchte man uns hineinzwingen. Und dieses Hineinzwingen, das ist der Punkt, das werden
immer mehr Menschen nicht mit sich machen lassen. Und es ist immer noch dieser Machtkampf der Politik auf bestimmte einzelne Menschen, Gruppen, die einfach nicht in das System passen. Und ihr wisst genau, was ich meine. Und diese Menschengruppen, die jetzt sich aus dem System rausgenommen haben, die also nicht unter der Angst stehen, die auch nicht eine falsche Freiheit für sich definieren, diese Menschengruppe hat auch die Möglichkeit, sich selbst neu zu definieren, neue Kraft zu schöpfen und diesen Weg, den sie eingeschlagen hat, noch einmal genau zu betrachten und vielleicht sogar dadurch eine neue, kraftvolle Weise, Lebensweise zu finden, die diesen Weg entweder vergrößert oder sogar eine neue, kraftvollere, schönere Richtung einschlagen lässt. Das ist jetzt das alles, was im November geschehen wird. Und insgesamt, wenn man jetzt mal so guckt, finde ich, ist sehr viel Kraft vorhanden, sehr viel Kraft für uns vorhanden. Und wenn wir sie richtig einsetzen, können wir dadurch eine ganz neue Definition unseres Lebens finden. Und das ist doch ein schöner Ausblick, den wir nutzen sollten. Und all das andere, das Negative, dieses Hin und Her, der Kampf zwischen den Mächten, die Stürme, das wird sich auch im November zeigen. Das ist jetzt gerade in der Jahreszeit, gerade mit den Stürmen und der Wind, die Luft, das Symbol für die klaren Gedanken, das ist ein Kampf, der sich tatsächlich dann auch in der Natur uns zeigen wird. Aber wenn man das richtig versteht, jetzt mit dem Hintergrund von diesem Video, ist es eine Neuordnung. Der Wind oder der Sturm bläst auch das Alte weg, was nicht mehr gut ist, und wird unsere Gedanken klären, eine neue Richtung zu finden und uns selbst zu finden. Denn es geht auch um das sich selbst finden, um die Selbstermächtigung, einfach seine eigene Kraft zu entdecken und mit dieser Kraft voranzugehen. Denn es gilt, gerade im Dezember dann kraftvoll voranzugehen, über die ganzen Portaltage, die uns ja, überfluten werden. Also ganz viel Energie der geistigen Welt ist noch für uns vorbereitet. Dazu gibt es noch ein späteres Video über den Dezember. Und was ich euch empfehlen würde, das Video über die Zeitlinien, ich habe es hier oben mal für euch verlinkt, schaut euch das an, dann seht ihr, wie ihr das Leben steuern könnt, was ihr damit machen könnt, um jetzt auch im November diese neue Definition, dieser Definition ganz viel Kraft zu geben, ihr Lieben. Ja, und jetzt lade ich euch noch ein zu einer Meditation, um sich neu zu definieren, um diese Kraft schon mal herzuholen und um dann den November ja richtig gut durchstehen zu können und sich vielleicht selbst auf eine ganz andere Art und Weise gefunden zu haben. So, ich sprühe mich jetzt mal ein mit, das waren die Plejaden, passt jetzt auch zum November, weil die Außerirdischen helfen uns ja auch dabei, uns neu zu finden. Aber das ist ein anderes Thema, kommt auch in einem Video noch von mir. Und dann mit meinem Ursprung und die 909. Genau. So. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Freude und lasst euch so tief wie möglich fallen in diese Energien, denn dann wird die Seele am meisten davon nutzen können. Liebes Menschenkind, lieber Mensch, fühle dich von den Energien der Liebe umhüllt
und fühle dich ganz herzlich eingeladen, jetzt mit deiner Seele zu sprechen. Beginne, das Licht der Liebe einzuatmen und beginne auch, dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen. Vielleicht spürst du, wie dich diese Energie einhüllt und wie du dabei wächst. Denn die Energie der Liebe, sie berührt dein Herz. Und sie lässt dein Herz sich zu einer großen goldenen Sonne entwickeln. Und so stehst du nun inmitten dieser großen goldenen Sonne, welche genauso groß ist wie du selbst. Spüre, wie dich diese Energien tragen und lass es ruhig alles geschehen. Ich rufe die Engel des Lichtes. Die Engel des Lichtes sind gerade jetzt in dieser Zeit wichtig, um dein Leben zu erhellen, um dir zu zeigen, welcher Weg richtig ist. Und so fließt ein die große Lichtkraft dieser wundervollen Engel. Sie versammeln sich jetzt bei dir in deinem Raum, in deinen Räumlichkeiten, in deinem Haus. Um dein Haus herum, selbst im Garten und auf der Straße. Sie sind gekommen, um dir das Licht zu übergeben. Das Licht, was dir beistehen wird, dich neu zu definieren. Denn dieses Licht, es bringt Licht in die Dunkelheit und es wird deinen Blick erhellen, das zu erkennen, was für dich jetzt gerade wichtig ist. Und so erlaube dir, dass dich dieses helle Licht berühren darf. Dass dieses Licht deine Seele berühren darf und erlaube dir auch jetzt, deine Seele zu öffnen. Es geschieht allein mit deiner Absicht und in diesem Moment fließen die lichtvollen Energien der Engel des Lichtes zu dir. Und genau jetzt, in diesem Moment, wirst du deine Stärken erkennen. Sei es, dass du erkennst, dass du ein Krieger des Lichtes bist. Sei es, dass du erkennst, dass du ein Engel des Lichtes bist, dass du das Vertrauen in dir trägst oder dass du die Transformationskraft der Liebe trägst, dass du als Heiler oder Priester in der jetzigen Zeit wirken wirst. Oder dass du als Magier mit deinem Stab negative Energien lösen wirst. Oder dass du als Sternenkind die Töne singst, welche die Menschen beruhigen und unterstützen. Du wirst deine eigenen Bilder empfangen, welche dir zeigen, auf welchen Gebieten du deine Stärken hast
Und so lass es einfach geschehen und genieße die Lichtübertragung, welche deine Visionen jetzt verstärkt, die Visionen für eine neue Zeit, die Visionen für eine neue Definition deiner selbst. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, all diese Bilder und Informationen zu genießen, welche jetzt einströmen, welche dich anheben in deiner Energie und dir zeigen, welch ein großartiges Licht du bist, welche dir zeigen, wie wundervoll du doch bist. So strömt das Licht in deiner Seele, zu deinem Herzen, durch deinen ganzen Körper. Und vielleicht fühlst du dich so, wie wenn du fliegen würdest. Die Energie hebt dich so weit an, wie es sich gut für dich anfühlt, und so weit an, wie du es selbst zulässt. Und so tauchen wir ein in die Sphären des Lichtes, welche dich stärken, dir Kraft geben und dir zeigen, was alles möglich ist. Erlaube dir, all dem zu vertrauen, was dir gezeigt wird, denn es ist deine eigene Energie, dein eigenes Licht, was sich reflektiert und dir zeigt, wer du in Wirklichkeit bist. Die Engel des Lichtes wissen dies und sie nicken dir zu, denn so soll es sein. Kraft, Liebe, Vertrauen und Licht fließen nun in dir, wertvolle Energien werden in dir verankert, sodass du gut durch die aktuelle Zeit hindurchkommst, sodass du dich immer wieder daran erinnern kannst, was richtig für dich ist und dass dein Licht ewig leuchtet. So verabschieden sich die Engel des Lichtes von dir mit einem Lächeln, dem Lächeln der Liebe. Und ich bedanke mich mit den Worten von Smarana bei den lichtvollen Engeln und bei dir und bei meiner Seele für all das, was gerade geschehen durfte. Du darfst in deiner eigenen Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen und ganz wieder hier sein. Ihr Lieben, ich denke, ihr habt ganz viel Bilder bekommen oder einfach ein Wissen jetzt in euch, was euch Klarheit bringt, was jetzt zu tun ist.
Und wenn du noch mehr von diesen wundervollen Botschaften der geistlichen Welt erhalten möchtest, dann abonniere meinen Kanal, klicke einfach hier auf diese Kugel und schon bist du dabei, schon wirst du von YouTube immer daran erinnert, wenn du noch die Glocke aktivierst, wenn ein neues Video von mir kommt. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.